und deinem Pfarr. Rache ist nicht süß, sondern bitter. Kannst schon anfangen zu zittern. Jotzimbo hat er sich genannt, als er im Globus an der Plastik stand. Im Augenwinkel sah er da die Wurst von Zimbo, da war's klar. Nicht nur die Wurst hat es ihm angetan, auch im Film war er ein großer Mann. Zimbo, der Actionheld, der niemals auf die Schnauze fällt. Doch die Karriere war da nicht zu Ende, die GTSM reichte ihm die Hand. Und da fackelt er nicht lange und setzt sich an die Blazierranne. Naturtalent würd ich ihn nennen, wie er sich schlägt in vielen Rennen. Auch auf Boxenlinien achtet er als Kommissar und Schiedsrichter. Okay, Zimbo, das soll jetzt wohl lange fürs Fetten wegzuhauen, gell? Jetzt gehen wir erstmal noch weiter, wie es da ist. Wer hindert ihr noch da mitfährt, ne? Das ist der Robbe, der Gastfahrer. Und da haben wir unser Prost-Urpilz, ja, BMW-Sche. Und unser Freiheitsfackel, die ist natürlich auch wieder dabei, jawohl. Und wen haben wir da? Der Maxi, das ist ein neuer Fahrer. Das ist unser Kollege vom Paul, ja genau, vom Paul. Das ist wie viel der grüne Porsche. Und da haben wir den schwarzen Afri, der auch dabei ist, ein Porsche. Und unser Maddock, der Maddock, ja, der geht eigentlich auch zur Rollator-Gang, ne? Und da der Nando, der ist auch nicht dabei. Herzlich willkommen, Nando, hier. Und der Subaru, der altbekannte Rennfahrer, ist auch wieder da, schön. Und noch ein neuer Fahrer, der Menges. Auch dir herzlich willkommen. Und vor allem haben wir hier die Lady aus dem Lady Race, die Susi. Und ein extra herzliches Hallo für dich, ne? Nur leider hat's beim Start nicht geklappt. Schade. Aber da geht's jetzt los und los ziehe sie die Bube und lasse die Mädchen einfach hinne stehen. Also das Mädchen bleibt einfach hinne stehen. So, schade, ne? Man hat's ein paar Mal versucht, hat nicht geklappt. Nein, da kann man nichts machen, ne? Die Technik halt. Na, jetzt gucken wir uns mal das Ganze aus der Sicht von Nando an. Alle, zieh los, Nando. So, jetzt kommt auch nochmal eine gefährliche Kurve. Und mal gucken, dass da nichts passiert. Achtung, da zieht der da vorbei. Heidewitzka und oh, kleiner Schlägertrigger. Und ei, tausend mal, da hat er der Robbe Fox verwitscht. Aber da konnte er ja jetzt nichts davon. Der Robbe Fox ist schief gerutscht. Und sehen wir, da immer rechts, immer links baut. Und das der dem voll in die Seite. Das gucken wir jetzt in aller Ruhe in Zeitlupe an. Ich bin mal wieder ruhig. Folgenschwerer Unfall gewesen, ne? Aber das Rennen geht weiter. Da können wir uns nicht von auffallen lassen, ne? In anderen Rennspielen, sag ich mal, ist dann es komplett aus, ne? Auto kaputt, Ende Gelände. Ja, so ist das dann. Hier bei Gran Turismo
Da hast du zwar einen schweren Schaden, kannst aber trotzdem mit 80 km/h noch in die Boxen tuckern, das Ganze reparieren lassen und weiter geht's, ne? Und da steht Susi, ja, da hat die Haut zum Bauch. Und der Nando, der feuert da ungesehen, volle Kannerin, hat's nicht gesehen, weil vorne dran ist einer kurz ausgewischt, ha? Bloß auf Erschrock, ich bin auf Erschrock, ach du lieber Himmel, ne? Jesus Maria, so passiert das. Und da die Porsche-Fahrer, Parallelflug mal wieder, ne? Da der Maxi und der Schwarze Afri im Kampf. Wen haben wir da? Ah, Brusturpilz und die Freiheitsfackel. Na schön, wie der Freiheitsfackel da immer das Auto lackieren kann. Das ist saugut, das ist auch so schön. Die Flamme da raus, herrlich gemacht. Also wirklich, also ihr kennt echt immer schön wie mit eurer Lackierung. Da müsst ihr auch einen Preis wegen. Haben wir ja schon gehabt. Oh, und da, das ist natürlich ein super geiles Paar, ne? Da und der Kugel Porsche und der Porsche kleben aneinander, ne? Wie Magnete. Ne? Guck mal, wie Magnete. Pupp, hängen sie schon wieder aneinander. Das ist schon irgendwie witzig, ne? Da müssen wir jetzt echt mal gucken, ob das bei allen Porsche und Beatles so ist. Also bei den Kugel Porsche Autos da, ne? Kennt das ja schon so Sinn, ne? Und jetzt mal hoch, Tempo! Kein Wunder, dass du erst erwischt. Was gibst du da für Tempo vor? Ach, du lieber Himmel, wird schlecht. Ach du meine Güte, war das Tor-Aktion. Und da, was haben wir dann da? Ah, Brusturpilz und der Superrusti. Hinten dran der Menges und der Horizon. Hey, Mann, komm, wer zieht als erster in die Kurve? Hä? Wer? Oh, parallel, guck an. Geht doch. Aber jetzt ist er plötzlich fort, der Super Rusti. Nur noch der Brusturpilz allein. Was ist da passiert? Ah, da sieht man's. Da sieht man's. Der Super Rusti ist weggerutscht. Und da im Parallelflug mit dem Robofox. Der Super Rusti. Das ist in der Liga 3 gibt's auch sehr schöne Fights, ne? Ob Gastfahrer oder es ist ein bisschen weit rausgekommen oder Fechterfahrer, egal. Wir sind ja willkommen. Ihr könnt als Gastfahrer doch jederzeit in der Liga 3 mitmachen. Ob ihr jetzt aus dem Saarland sind oder nicht, das spielt in dem Fall in der Liga 3 keine Rolle. Aber die Punkte, die kriegt ihr leider nicht. Die stehen nur den Saarländern zur Verfügung und kriegen sie in der Gesamtwertung angerechnet. Also, aber Spaß kann's echt doch machen. Vielleicht hat er ja auch Lust, an den Saarland zu ziehen, ne? Jetzt gucken wir uns da mal den Maxi an, ne? Wie der da schön hast um die Kurve. Der fährt doch gar nicht lang und fährt schon saugut. Ich verstehe das immer nicht. Die Jungen haben das so schnell drauf, ne? Und wir Alte, wir tun uns da so schwer. Also, furchtbar, ne? Wenn ich nochmal auf die Welt komme, dann direkt im Rennsitz, ne? Bei uns gab's sowas ja nicht da früher, so Mimimi, was ja jetzt auch Maxi-Cosi, ne, so. Und dann hast du schon quasi der schale Sitz um dich rum, wärst genau, ich kenn Rennfahrer, ne. Im Maxi-Cosi, ne, gab's nicht. Wo haben wir gelegen? Auf dem Teppich. Sonst gab's nix. Also auf den Teppich gelegen und auf die Couch. Oder aus Schüsselung, sagt man ja, ne. Jo. So, und da? Der Zimbo und der Menges im Gefecht? Ja, aber Moment. Der Zimbo ist doch jetzt der Erste gewesen, oder nicht? Der war doch jetzt vorne, oder ist der Menges jetzt davor gewesen? Oder hat er den schon überwunden? Normalerweise müsste er ja dann Platz machen, ne? Dass der Nesquik-Zimbo da vorbei kann. Ne? Der Zimbo, der gehört, weil er die schöne Lackierung da hat, zur Schnuller-Gang. Ne? Deswegen hat er da hip draufstehen, Nesquik und Pampers und all so Dinger. Und ja, der gehört halt zur Schnuller-Gang, weil er noch so jung ist, zu Zimbo. Ne? Ja gut, die Jungen haben acht Vorteile, keine Frage. Ne? Sie kommen, wie ich schon gesagt habe, schneller in das ganze Renngeschehen da drin. Ne? Mir vergessen. Oh, da ist etwas passiert. Was ist da passiert? Das war im Super Rusti seit Disconnect. Peng, Schnapper, da war es aus. Sicher, das war jetzt schon der zweite oder der dritte. Der Nando ist auch rausgeflogen. Ne? Und ich glaube, es sind 4 Stück insgesamt aus der Lobby rausgeflogen. Also Susi hat es gar nicht erst können starten. Ne?
Der Nagel, gut, da hängen sie schon wieder zusammen. Sieh, immer wieder der Porsche und der Kugel-Porsche. Ja, die haben sich arisch gehört. Der Papa ist wieder an der Reihe. Pass auf, jetzt gleich wieder. Was Papa, der Kleber ist schon wieder an der Reihe. Ich lach mich kaputt, das gibt's doch gar nicht. Was ist das? Noch ein Back. Die backen zusammen. Die backen zusammen. Oh Jesus, ja, genau. Also ich bin ehrlich gesagt froh, ne, und hoffe, dass Gran Turismo schon wieder. Dass Gran Turismo vielleicht mal besser wird, ne? Die Hoffnung, wie gesagt, haben wir schon ein paar Mal gesagt, die stirbt zuletzt. So, jetzt, aber wer kommt da als erstes ins Ziel? Natürlich, der Zimbo. Herzlichen Glückwunsch, Zimbo. Oh, jetzt fällt mir die Hubwunder. Oh. Ah, jetzt ist mir die auf den Boden gefallen. Als das Wetter ist, kommt der Brustwurpilz. Einwandfrei, der Brustwurpilz ist das Wetter war. Wen haben wir als Dritter da? Der Maxi. Ey, guck an, der Maxi ist Dritter war. Herzlichen Glückwunsch, mein Bruder. Jetzt ist aber doch. Gleich das erste Rennen und schon auf dem Podium. Das gibt's doch gar nicht. Und der Menges macht noch schön Bautz, ein schönes Feuerwerkchen da für Vetter, ne? Herzlichen Glückwunsch, Menges! Oh, leck der Pär am ersten. Gibt's das, ne? Oh, Robbefox ist fünfter Mal. Herzlichen Glückwunsch, Robbefox! Mensch, die Hub ist sau laut, der Kinder. Und wir warten da. Guck mal da, die Freiheitsfackel. Hat sich einfach mal da hingestellt und hat sich gedacht, oh, ich fahre keine Runden mehr, das tut mir zu viel. Vielleicht hat er zum Sprint nicht gelangt, ne? Da hat er sich gedacht, komm, der Platz, der Sechste, der langt. Herzlichen Glückwunsch dann nach dir. Und auf Platz 7, der schwarze Afri 90. Herzlichen Glückwunsch auch dir, hast durchgehalten, wunderbar. So, ja, da haben wir es ja. Leider hat der Nando 08, der Maddog, die Susi und ein Disconnect gehabt. Schade gewesen, aber kann man es nicht ändern. Das ist nun mal so, wenn die Technik streikt, da sind wir machtlos. Da können wir gar nichts machen. So, ich sage jetzt aber auch schon gleich Tschüss, ne? Und gucken einfach auf der Abspann, da die ganze Sponsoren, ne? Und am 23.01. Jawohl, 23. ist das große Finale. Und wer dann am Schluss der Saarlandmeister der Saison 3 wird, da bin ich schon mal gespannt. Ich sage euch jetzt einfach nur Tschüss, macht's gut und wir sehen uns dann in der Saison 4 und die startet im Februar, am 20.02. Geht's schon wieder weiter. Alle hopp, ciao, ciao.